Ja, dann herzlich willkommen zu einer kleinen Runde beziehungsweise unserem neuen Serienstart. Das ist eine Gesamtserie, eine Seminarserie, und zwar um das Thema Abnehmen, aber eigentlich nicht nur um Abnehmen, sondern auch um das Thema generell Figur, Ernährung und so weiter. Also das sind ganz, ganz viele Themen, die ich hier abhandeln möchte und möchte gerne vorher ein bisschen was dazu sagen. Das Ganze machen wir jetzt auch gerade live über Instagram. Also den ersten Teil dieser Seminarreihe möchte ich gerne auf Instagram mit live übersenden oder übertragen. Die weiteren Teile werde ich wahrscheinlich nicht bei Instagram live übertragen, weil ich einfach möchte, dass es auch eine exklusive Geschichte für Pur Live ist. Und weil hier wird jetzt wirklich in der nächsten Zeit extrem viel Wissen vermittelt, was ich eigentlich nicht ganz freiwillig oder einfach so mal raushauen möchte. Ich hoffe da so ein bisschen auf Verständnis, weil das, was ich jetzt hier gerade mache, das ist etwas zur Verfügung stellen und wirklich Aufklärungsarbeit, wo wir jahrelang dran gearbeitet haben. Und das einfach mal zusammenzustellen und auch so aufzubereiten, dass einfach danach keine Fragen mehr offen bleiben. Also das ist schon was sehr Exklusives, was wir jetzt hier gerade machen und was ich gerade hier vorhabe. Ich möchte auch das Konzept dann so ein bisschen noch kurz vorstellen, damit man weiß, um was es denn alles geht. Denn das Thema Abnehmen beschäftigt so viele Millionen, ich glaube, ich möchte jetzt nicht sagen Milliarden Menschen, aber so viele Millionen Menschen. Und es bringt so viele Menschen zur Verzweiflung, weil es klappt dann doch nicht. Nichts ist langwierig, nichts ist langfristig, nichts ist wirklich auf Dauer durchsetzbar und also einfach durchführbar. Und aus dem Grund habe ich mir jetzt einfach vorgenommen, räume einmal komplett auf mit der ganzen Geschichte, sodass, wenn du alle Seminarteile dir angeschaut hast, dass du wirklich weißt, wie du deine Figur veränderst. Aber das Nette ist einfach, dass du nicht nur weißt am Ende, wie du deine Figur veränderst, sondern du weißt am Ende auch, wie du lange gesund bleibst. Und für mich habe jetzt die letzten Jahre immer mehr erkannt, dass die Figur eigentlich nur das, ich sage es jetzt wirklich ganz brutal, das Abfallprodukt eines gesunden Lebensstils ist. Also es geht wirklich nicht darum, jetzt, dass wir hier alle in Modelmaßen rumlaufen, jeder ein Sixpack hat, sondern es geht wirklich darum, dass man sich wohlfühlt in seinem Körper und dass man anfängt zu verstehen, was denn hier passiert. Und das ist, glaube ich, auch schon ein ganz großer Punkt, wo es so bei so vielen hängt und auch hakt, dass man gar nicht versteht, was man seinem Körper antut, wenn man einfach anfängt zu hungern. Weil das ist nämlich das allererste: wenn du abnehmen möchtest, dann darfst du auf gar keinen Fall hungern. Das ist der Anfang vom Ende, das ist das, wo es definitiv nicht mitklappt. Und da gibt es auch schöne Studien, und das möchte ich vielleicht am Anfang, wer uns vielleicht noch nicht kennt, sondern nur über Instagram kennt und vielleicht auch nur andere YouTube-Videos schaut, vielleicht mal ganz kurz: Pur Life ist nicht einfach nur eine Videoplattform, sondern Pur Life ist wirklich eine Gesundheits- und Wissensplattform mit wirklich ultra viel Wissen. Und das Besondere ist, das ist nicht einfach nur irgendwie dahin geschrieben, sondern es ist wirklich alles fundiert, es ist alles nachrecherchierbar. Das ist mir ganz wichtig, dass das alles belegbar ist, das, was wir hier sagen. Und wenn ich werde auch ein paar Hypothesen aufstellen, das werde ich aber kenntlich machen, das werde ich dann auch sagen. Und dann überlasse ich das dem jeweiligen selbst, ob er diese Schlussfolgerung selbst zu Ende denkt oder ob er sagt, das ist Humbug, ich halte mich an die Schulmedizin. Und das muss man vielleicht, möchte ich auch noch mal zum Anfang zuvor schicken. Ich möchte, dass man weiß, ich gebe hier ganz, ganz viel Anhaltspunkte zum Nachdenken. Ich gebe hier ganz, ganz viel auch rückblickend für sich selber, dass man mal versteht, wie bin ich überhaupt in diese Situation gekommen? Wieso denke ich jetzt darüber nach, meine Figur zu verändern? Hat das jetzt gesundheitliche Probleme? Hat das jetzt einfach nur geschmackliche Probleme oder Auswirkungen? Also einfach, dass man so ein bisschen darüber nachdenkt, wo komme ich her, wo bin ich heute und wo will ich hin. Das sind so die Themen, die werde ich auch besprechen. Möchte auch kurz den Leitfaden mal aufzeigen. Also heute gibt es eine erste Kennenlernstunde von mir, dass man mal so ganz kurz umreißt, um was es beim Thema Abnehmen, Figur, Gesundheit geht.
Dann werde ich mich im zweiten Teil der Seminarreihe um die Ernährung kümmern und die so ein bisschen genauer, detaillierter, auch was hat vegan, was hat vegetarisch, was hat das für Vorteile, für Nachteile, ist das überhaupt möglich, damit abzunehmen und wie und auf was muss man achten. Also bei der Ernährung werde ich auf die Makronährstoffe so ein bisschen eingehen, weil da habe ich gesehen, durch ganz viele Fragestellungen, dass es doch nicht so einfach ist, dass man einfach sagt, mach dies, mach das, sondern dass man wirklich auch mal erklärt, was sind Eiweiße, was sind Fette, was sind Kohlenhydrate, also die drei großen Makro, deswegen drei große. Dann geht es im Bereich, in der dritten Stunde werde ich so ein bisschen auf die Mikronährstoffe eingehen und da muss ich schauen, ob das überhaupt reicht, dass wir da nur einen Block machen. Weil die 47 essentiellen, also lebensnotwendigen Mikronährstoffe, die wir zu uns führen müssen oder zu uns nehmen sollten, 47 in einer Stunde zu erklären und auch deren Bedeutung, das ist schon eine Hausnummer. Dann in einem weiteren Block, also nachdem wir die Mikronährstoffe abgehandelt haben, gibt es so Goodies, einfach was man so immer wieder in so Fitnesszeitschriften sieht oder auch in so Fitnessnews, dass man einfach mal darüber spricht oder dass ich mal kurz erkläre, was sind denn solche Booster, was sind Trainingsbooster, was ist, so, ich nehme jetzt mal Beispiel Maca oder was ist Tribulus, all diese ganzen Geschichten, die den Stoffwechsel ankurbeln, solche Geschichten möchte ich da noch mal ein bisschen, damit man mal auch wirklich weiß, was funktioniert nicht, wo kann man Geld sparen, wo sollte man Geld doch ein bisschen hingeben. Dann möchte ich auf jeden Fall den Stoffwechsel erklären, was die Verdauung der Darm damit zu tun hat, weil das ist sehr, sehr wichtig, wenn der Darm und die Verdauung nicht funktioniert, dann ist es halt auch wirklich Essig mit abnehmen. Das Gleiche, dann möchte ich solche Stoffwechseleinschränkungen, also Stoffwechselerkrankungen, möchte ich ein bisschen darstellen, was hat die Schilddrüse damit zu tun, was ist mit der Leber, was ist das Herz, ja, warum, was hat das Herz mit dem Stoffwechsel zu tun? Und vor allen Dingen auch, was ist die Lymphe, also unser lymphatisches System möchte ich kurz erklären, damit man weiß, was die Lymphe für eine Aufgabe hat und gerade auch, da gehe ich auch drauf ein, Lymphödem und auch das Lipödem werde ich dann auch so ein bisschen noch mit abhandeln. Ja, ein weiterer Block wird sein, Muskeln, Bindegewebe, was haben die Muskeln damit zu tun? Ganz wichtig, dass man versteht, dass jeder Mensch Muskeln braucht, das ist das ist leider so wichtig, das kann man gar nicht in Worte fassen, was die Muskeln alles tun. Leider werden sie immer so belächelt, beziehungsweise auch leider nicht so ganz für ernst genommen. Gerade wenn jemand sagt, ich habe einen Hund, ich gehe spazieren, das reicht mir als Training, dann wird es beim Abnehmen schwierig. Da werde ich auch so ein bisschen drauf eingehen, also Bewegungsformen. Und dann natürlich, wer mich schon länger kennt, der weiß, dass ich der heimliche Wasserpapst bin. Also das Thema Flüssigkeiten, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Das werde ich hier sehr detailliert darstellen. Was hat Flüssigkeit überhaupt mit uns zu tun? Also nicht nur, dass wir 70% aus Flüssigkeit oder aus Wasser bestehen. Leider, ich möchte eigentlich von dem Begriff Wasser weg, weil wir bestehen nicht aus Wasser, sondern wir bestehen aus einer elektrolytischen Flüssigkeit. Und das hat mit Wasser eigentlich, nur weil sie durchsichtig und mit Elektrolyten behaftet ist, hat das wenig mit Wasser zu tun. Gleichzeitig möchte ich dann so ein bisschen erklären, was hat Kaffee, was hat Tee für Auswirkungen, dass man das auch endlich mal versteht, was macht Kaffee und Tee. Säfte und solche Getränke, das ist ganz, ganz wichtig, dass man mal versteht, was machen denn überhaupt die Flüssigkeiten bei uns? Das ist nämlich gar nicht so ohne. Gleichzeitig dann halt auch über die Krankheiten, warum so viele Krankheiten entstehen. Was hat also gerade Krebs mit Flüssigkeiten zu tun? Oder was bedeutet das fürs Blut? Was ist Bluthochdruck und so weiter? Also hier kriegst du wirklich dann einmal komplett das gesamte Wissen um das Thema Flüssigkeit. Auch die Niere, weil da ist ganz, ganz viel, leider sehr, sehr viel Quatsch im Umlauf, dass man sagt, dass Eiweiß die Nieren schädigt. Völliger Käse, also solche Geschichten erkläre ich dann auch nochmal. Das alles in dem Thema Flüssigkeit, damit man mal sieht, wie wir bestehen nicht ohne Grund aus, Flüssigkeit. Also die hat viel, viel mehr Aufgaben, als man sich das jetzt vielleicht gerade vorstellen kann. Dann generell, nachdem wir das abgehakt haben, möchte ich gerne nochmal auf den Körper zu sprechen kommen, generell den Gesamtkörper.
warum wir, also wer mein Rückenbuch kennt, der weiß, der kennt den mitromanischen Mann. Das ist die Darstellung von Leonardo da Vinci, wo der Mann in dem Kreis steht. Das ist sehr symbolisch für uns generell, dass wenn wir im Gleichgewicht sind und der Körper ist eine extrem tolle, ausgewogene Einheit, wenn man das einmal verstanden hat, wenn man sich in diesem Gleichgewicht befindet, dann passiert sehr, sehr viel und auch sehr einfach. Nur dieses Gleichgewicht herzustellen, das ist extrem schwer. Und deswegen ist ein großes Thema Motivation und Geduld. Das werde ich heute schon mit anfangen, aber kommt dann später dann nochmal, wenn ich den Gesamtkörper erkläre. So, ja, und als letzten Punkt ist dann nochmal so eine Zusammenfassung mit dem Thema Hauptthema Essen, dass man wirklich mal sieht, was brauche ich denn, was ist Essen überhaupt und wann sollte ich essen. Und werde auch da nochmal, gerade wenn ich über die Stoffwechselerkrankungen nochmal spreche, dann werde ich auch nochmal versuchen, Diabetes 1 und 2 nochmal kurz darzustellen, was man da für Möglichkeiten hat, abzunehmen. Ja, also viele Dinge werden sich auch immer wieder mal wiederholen, weil sie in den einzelnen Bereichen einfach aus verschiedenen Gesichtspunkten sehr, sehr wichtig sind. Und deswegen ist es nicht so ohne, auch jetzt, vielleicht erkennt man mal, das sind so 10 Themen, also vielleicht erkennt man jetzt mal, wie komplex dieses Thema Abnehmen ist. Und das ist, es gibt nicht die Pille, die gibt es nicht. Macht bitte bloß nicht denken, auch abnehmen, ich lese jetzt so eine Anzeige, hier ist eine Pille, ich nehme die Pille, werd dünn. Das funktioniert nicht. Also das, was ich jetzt hier schon als Konzept ausgearbeitet habe, um das Gesamt zu verstehen, wieso der Körper nicht einfach mal so auf Knopfdruck abnimmt oder nicht auf Knopfdruck Muskeln aufbaut, das ist schon sehr, sehr komplex. Und deswegen habe ich mir jetzt diese Mühe und auch die Arbeit gemacht und werde mir jetzt auch in den nächsten Tagen und in den nächsten 2 Wochen möchte ich das gerne durchziehen, weil jetzt hier gerade bei Instagram die Frage kommt, wann denn die nächsten Sendungen kommen. Ich weiß nicht, muss ich dazu sagen, ich weiß nicht, ob ich die immer live machen werde, weil live hat immer so einen ganz besonderen Charakter. Wie ich eben schon gesagt habe, ich möchte es eigentlich nicht live bei Instagram machen. Es läuft immer hier das Handy mit. Ich finde das super, dass ihr kommentiert. Nur mich irritiert es dann auch ein bisschen im Redefluss. Weil gerade wenn, heute ist das alles okay, nur bei den nächsten Themen möchte ich schon extrem geradlinig mit einem roten Faden da durchgehen, dass man wirklich die Zusammenhänge erkennt. Und deswegen, ich weiß es noch nicht, bin da mit mir noch am Kämpfen, ob ich das dann live mache, auf Pur Live werde ich es mit Sicherheit live machen, aber bei Instagram weiß ich es noch nicht, aber ich denke, bei Pur Live kann man dann trotzdem damit live zuschauen. Ja, wie ich eben schon gesagt habe, das Thema Abnehmen ist nicht in 2 Minuten erklärt. Es sind ganz, ganz viele Faktoren, die da mit eine Rolle spielen. Und ein ganz großer Faktor ist, wo bin ich heute? Und was bin ich heute? Also wie funktioniert mein Stoffwechsel heute? Also sind so viele verschiedene Dinge. Was ist mein Wissensstand? Was ist mein körperlicher Zustand? Was ist mein Gesundheitszustand? Also Körper und Gesundheit ist nochmal was anderes. Ja, habe ich irgendwelche körperlichen Einschränkungen? Oder bin ich irgendwie mit einer Krankheit im Moment beschlagen. Das sind alles solche Dinge. Deswegen, man muss einmal verstehen, dass man braucht einen Startpunkt und man braucht ganz viel Wissen, um jetzt zu sagen, okay, ich fange jetzt an, mein Leben zu verändern und das positiv. Und zwar in die richtige Richtung. Und dazu brauche ich Handwerkszeug. Also ich muss einmal verstehen, wie funktioniert der Organismus. Ich muss einmal verstehen, was ist Bewegung und ich muss einmal verstehen, was ist Essen. Und das Essen ist nicht einfach nur Essen, sondern das Essen ist wirklich, das muss Sinn machen. Das hat große Bausteine und es hat kleine Bausteine. Und wenn ich das einmal verstanden habe, so das Grundgerüst, dann kann ich losgehen. Und der falscheste Weg wäre, wenn ich jetzt hingehe und schreibe einfach, oder ich mache mir jetzt einen Diätplan und setze mich auf 1200 oder auf 1000 Kalorien runter. Das habe ich in letzter Zeit ganz, ganz oft gesehen, dass Menschen gesagt haben, ja, ich will jetzt abnehmen und abnehmen ist gleich Kaloriendefizit erzeugen. Das ist der Anfang vom Ende.
das zerstört den Stoffwechsel. Und es gibt jetzt seit letztem Jahr gibt's ein Buch, das regt mich extrem auf. Das ist jetzt millionenfach verkauft worden. Die gute Frau hat da wirklich einen tollen Job gemacht. Sie hat einfach mal eine Hypothese aufgestellt und hat gesagt, dass es das nicht gibt, dass der Stoffwechsel sich verlangsamt, wenn man hungert. Und das ist einfach de facto falsch. Und was das erzeugt, ist wieder ganz, ganz viele unglückliche Menschen, weil die jetzt darauf setzen, die machen das jetzt mal 4 Wochen. Nach 4 Wochen merkt man wieder, dass es nicht funktioniert und man hat wieder den Rebound und den Jojo-Effekt. Und deswegen möchte ich einmal, dass man versteht, Abnehmen ist nicht Hungern. Auf gar keinen Fall. Abnehmen hat überhaupt nichts mit Kaloriendefizit zu tun, sondern Abnehmen hat etwas damit zu tun, dass man bewusst und genug isst, damit diese Maschine auch wirklich auf Touren kommt und auch wirklich ihre Arbeit verrichten kann. Wenn man das nicht macht, ich will einfach nur mal, ich werfe jetzt mal 2 Zahlen in den Raum, die ich nicht erfunden habe, sondern die tatsächlich belegt sind. Und zwar, das Gehirn braucht alleine 200 Gramm Kohlenhydrate. Man unterscheidet immer zwischen Mann und Frau, man sagt immer zwischen 160 und 200 Gramm Kohlenhydrate am Tag. So, das sind alleine, machen wir es pauschal, das sind alleine 800 Kalorien in Form von Kohlenhydraten. Die geben uns Energie, die brauchen wir. Wir sind ein Energieerzeuger, deswegen brauchen wir die. Und gleichzeitig unsere Verdauung, unser Verdauungstrakt, wenn der arbeitet, dann braucht er auch Energie. Also es ist nicht so, dass der keine Energie zieht und dass der keine Energie verbraucht. Also der verbraucht um die 400 Kalorien, alleine dadurch, dass der arbeitet. Das heißt, wir haben da schon einen Grundumsatz nur durch Hirn und Darm von 1200 Kalorien. Ja, und wenn du jetzt nur 1000 zu dir nimmst, dann hast du noch nicht mal deine Muskeln, dann hast du noch nichts gemacht, hast dich noch nicht bewegt. Ja, und dann bist du auf 1000 Kalorien oder selbst wenn du dich auf 1200 Kalorien setzt, dann, und wenn die noch nicht mal, wenn die dann auch noch schlecht zusammengesetzt sind, dann arbeitet weder das Hirn noch deine Verdauung richtig. Also bitte, bitte, bitte nicht hungern, sondern mit System und auch wirklich mit einem guten Gefühl satt essen, wissen, was man isst, sich damit beschäftigen und jetzt kommt das wichtigste Thema, dass man Geduld mit sich hat. Ich habe mich jetzt, also beschäftige mich seit 30 Jahren, das ist jetzt kein Witz, sondern ich beschäftige mich seit 30 Jahren mit dem Thema Körper, Gesundheit, Fitness und vor allen Dingen auch Ernährung. Und wenn man jetzt nach 30 Jahren, also ich denke, ich weiß, wie das funktioniert. Und wenn man dann anfängt zu hungern und man sieht, dass man immer dicker wird, dann macht es wirklich keinen Sinn. Und was viele Menschen gar nicht verstehen ist, jetzt kommt eine ganz wichtige Information. Ich schreibe die mal hier an diese Tafel. Wenn ich meinen Stoffwechsel verändern möchte, ich weiß ja nicht, wo die Person, die jetzt gerade zuschaut oder die jetzt gerade sich für ihre Figur interessiert, also egal, was du jetzt machen möchtest, möchtest du zunehmen oder abnehmen, ist völlig wurscht. Möchtest du ab heute dich so ernähren, wie es für dich sinnvoll ist, dann bitte, und das ist jetzt kein Spaß, das dauert 6 Monate. 6 Monate dauert es, bis der Stoffwechsel sich auf die neue Ernährungsform eingestellt hat. Bis der wirklich verstanden hat, was du von ihm willst. 6 Monate und nicht 4 Wochen. Deswegen, wenn du eine Diät liest, die dich in 4 Wochen irgendwas machen lässt, bitte verbrenn sie, mach einen Haken dran, weiß der Kuckuck was. Bitte, es geht mir darum, dass man versteht, dass was wir jetzt hier machen, ist eine ganzheitliche, auf Gesundheit orientierte Ernährung, wo das Abfallprodukt nachher eine tolle Figur ist. Und dazu muss man verstehen, dass am Anfang, wenn man den Stoffwechsel wieder aus einer miserablen Lage in ein funktionsfähiges Organ bringen will, dann muss man tatsächlich leider erstmal richtig essen. Und was dann passiert, und das ist leider ganz schlimm für die meisten, nämlich wenn du hingehst und, ich mache das jetzt mal mündlich, wollte es jetzt eigentlich anschreiben, aber ich kann das auch mündlich machen. Jetzt hast du dir durch verschiedenste Diäten und jahrelanges Kasteien, hast du dir deinen Stoffwechsel kaputt gemacht und du bist irgendwo, komm, lass mal bei 1200 Kalorien, das ist schon gut. Dein Stoffwechsel ist irgendwo bei 1200 Kalorien. Und ich schlage dir jetzt vor, dass du mal 1700, 1800, vielleicht auch 2000 Kalorien essen sollst. Dann wird Folgendes passieren.
Dein Körper wird zum ersten Mal wieder diese Energie verwenden. Er wird sie einspeichern und das ist auch gut so. Und dann wird er anfangen, sich zu reparieren, sich zu regenerieren. Dann fängt er wieder an, anzulaufen. Und leider, kannst du dir vorstellen, wird er erstmal zunehmen. Und das ist die erste Zunahme, die passiert in den ersten ein, zwei Wochen. Das werden so 500, 600 Gramm sein. Für viele ist das ein Riesending, weil sie sich jeden Tag wiegen. Das wäre doch das Erste, was ich direkt abschaffen würde, das Wiegen. Und weil das macht einen wirklich nur verrückt. Aber die erste Gewichtszunahme wäre einfach erstmal eine Wasserzunahme. Weil wenn du anfängst, dann den Stoffwechsel zu aktivieren, du isst wieder richtig, dann füllen sich alle Zellen wieder. Und wenn die Zellen sich füllen, dann ziehen die auch wieder Wasser an. Und das heißt, du hast eine Gewichtszunahme. Und das ist gar nicht schlimm. Sondern der Körper fängt endlich wieder an, sich zu reparieren, zu regenerieren und wieder anzulaufen. Nach zwei Wochen ist das irgendwie, hast du so ein Steady State erreicht. Das ist so der Punkt, wo der Stoffwechsel, also du wirst nicht jeden Monat zunehmen, so das nächste halbe Jahr, sondern das wird so die ersten vier, sechs Wochen, acht Wochen, wird das so ein Tableau geben. Das heißt, dass du auf einer und derselben Stelle bleibst. Und dann wird das Gewicht sukzessive nach unten kommen, aber halt nicht schnell. Und das ist etwas, warum so viele Menschen bei dieser Art jetzt von gesunder Ernährung wieder leider abspringen. Weil sie keine Geduld und leider auch kein Vertrauen haben. Und das ist ganz schlimm, dass man durch ganz, ganz viele mediale Einflüsse, sei es Instagram, sei es Facebook, sei es whatever, ist völlig wurscht, kriegt man überall irgendeinen Käse, ich sag's mal nett, kriegt man irgendeinen Käse erzählt. Jeder hat jetzt die Ernährungsform, jeder hat jetzt die Diät gefunden und. Aber es ist alles Käse. Weil du musst dich einfach bei jeder Diät einfach nur fragen, kann ich das mein ganzes Leben durchziehen? Kann ich das? Und wenn du da sagst, ja, das kann ich, kann mein ganzes Leben ketogen leben, dann mach das. Ich kann es nicht. Wenn du sagst, du kannst dein ganzes Leben Low Carb leben, dann mach das. Ich weiß aber, dass es nicht funktioniert. Genauso wie Low Fat und, all das wird früher oder später mal zu Mangelerscheinungen führen und dann wirst du feststellen, das kann man halt doch nicht lange durchhalten. Und das, was ich dir halt vorschlage, ist, dass es eine ganzheitliche und wirklich eine ausgewogene Ernährung gibt, eine richtig tolle ausgewogene Ernährung, mit der man sich satt essen kann, ohne zu hungern und auch wirklich ohne, dass man irgendwelche Nährstoffmängel erzeugt. Und das ist wichtig, deswegen muss man auch verstehen, man muss den Hormonstoffwechsel verstehen. Ganz wichtig, man muss den Verdauungsprozess verstehen. Ganz wichtig, weil wenn du das nicht verstehst und du lässt bestimmte Bausteine in deiner Ernährung weg, weil gerade einer sagt, Low Carb ist, also ohne wenig Kohlenhydrate ist cool, und du machst das, dann kann das echt nach hinten losgehen. Es hängt immer davon ab, wie alt bist du. Was für einen Job hast du? Was für eine Familie hast du? All diese Faktoren, das beobachtet oder das berücksichtigt eine normale Diät, in einer Fitnesszeitschrift oder bei irgendeinem Fitness, keine Ahnung, siehst, berücksichtigt das einfach nicht. Und ich gebe dir das Wissen an die Hand, dass du eine Ernährung dir zusammenstellen kannst, die für dich passt, langfristig, dein ganzes Leben lang, plus dass du wirklich keine Nährstoffmängel erzeugst und endlich einen funktionierenden Körper und Organismus hast. Also besser geht's einfach nicht. Nie wieder hungern, trotzdem eine tolle Figur, einen funktionierenden Körper, einen funktionierenden Stoffwechsel, ein funktionierendes Gehirn. Einfach, es funktioniert einfach alles. Das ist mein Wunsch, das ist jetzt das, was ich hiermit erreichen möchte, dass wenn man hier diese ganzen Seminarblöcke gesehen hat, dass man einfach weiß, wo der Hase lang geht und dass man auch, und das ist jetzt ganz wichtig, dass man weiß, dass man sich selber vertrauen kann. Und leider, nein, es gibt keinen Ernährungsplan, nein, es gibt auch kein Punktezählen, nein. Die Verantwortung musst du leider selber übernehmen über dein Essen. Du musst dich halt auch leider mal damit beschäftigen. Es tut mir leid, dass ich das jetzt so knallhart sage, aber das Denken kannst du nicht anderen Leuten überlassen, weil die anderen Leute kennen dich nicht. Die anderen Leute
wissen weder, was du für einen Tag hast, was du für einen Stress hast, wo deine neuralgischen Punkte sitzen. Das weißt nur du. Und deswegen musst du dir über deine Ernährung, deine Nährstoffversorgung selber Gedanken machen. Sonst niemand. Nur du. Sonst niemand. Und deswegen bin ich nicht ein Freund davon, dass jetzt ein vorgefertigter Ernährungsplan zur Verfügung gestellt wird. Auf gar keinen Fall. Es gibt eine Richtlinie und dann hast du dich leider damit zu beschäftigen. Wenn du das nicht möchtest, dann tut es mir leid, dann kannst du das alles mitnehmen. Kein Problem. Aber ich werde für dich keine Punkte zählen. Und ich werde auch für dich keine Kalorien zählen. Und du wirst auch irgendwann feststellen, dass Kalorien einfach nur eine Zahl auf irgendeiner Packung ist. Das hat für dich eigentlich gar keine Bedeutung mehr, weil du irgendwann genau weißt, was tut dir gut, was tut dir nicht gut. Und das große Problem, das, was ich immer wieder sehe, ist einfach das Vertrauen der Menschen. Sie vertrauen großen Firmen, großen namenhaften Firmen und geben dann das Denken einfach ab. Und ja, es ist auch viel einfacher, wenn man da nicht mehr nachdenken muss, was ich aber sehr schade finde. Und deswegen möchte ich gerne, ich gebe hier ganz viel Wissen mit auf den Weg, da soll man drüber nachdenken und man soll sein Gehirn wieder selber benutzen und wirklich auch Dinge in Frage stellen, überhaupt keine Frage, aber wirklich auch mal wirken lassen und überlegen, kann das sein, kann das nicht sein? Und ja, das will ich nicht. Und wenn das irgendwie schlüssig ist, dann würde ich mich freuen, wenn man das einfach mal versucht, weil dann wird man feststellen, ich fühle mich viel besser, wenn ich nicht hungere. Ich fühle mich viel besser, wenn mein Körper Vollgas funktioniert. Und vor allen Dingen, wenn ich mal den Druck rausnehme, weil das ist ja das, was ganz viele Menschen machen, nämlich sich permanent unter Druck setzen. So, jetzt sind wir beim Thema von heute, nämlich bei der Einstellung. Einstellung zum Körper, Einstellung zum Abnehmen, Einstellung zur Ernährung. Und Motivation, das sind die Dinge, die ich heute gerne kurz abhandeln möchte. Ich habe es eben schon angedeutet, warum brechen so viele Menschen die Diäten wieder ab? Das liegt, es gibt so viele, warum brechen so viele Menschen Diäten wieder ab? Das liegt einfach daran, dass man zu viel von sich erwartet in zu kurzer Zeit. Und die Frage ist immer, wer macht dir diesen Druck? Also, wer macht dir Druck? Der einzige Mensch, der dir Druck machen kann, das bist du, sonst niemand. Ein Arzt kann dir vielleicht raten, sie sollten vielleicht abnehmen, aber Druck macht er dir wirklich nicht. Der einzige Mensch, der dir Druck machen darf, das bist du. Weder dein Partner, noch deine Kinder, noch die Oma, noch die Mutter, nur du, sonst niemand. Und mit Druck funktioniert leider gar nichts. Das wissen wir schon. Das wissen wir schon lange. Druck erzeugt immer Stress. Stress erzeugt negative Hormone. Negative Hormone bremsen den Stoffwechsel aus. Wir wollen einen schnellen Stoffwechsel. Das heißt, wir wollen wirklich Gas geben. Wir wollen Vollgas geben im Stoffwechsel. Das bedeutet, wir müssen uns auf etwas freuen. So. Und wenn du jetzt noch nicht mein Mentaltraining kennst, dann würde ich dir das sehr ans Herz legen, dass du dir mal mein Mentaltraining-Figur anschaust. Und bei der Mentaltraining-Figur gehe ich genau darauf ein. Das wäre das Erste, was wir machen. Wir nehmen den Fuß vom Gas und bremsen uns einmal kurz aus, gucken, wie wir aufgestellt sind. Und dann setzen wir uns ein Ziel, und zwar kein kurzfristiges, sondern ein langfristiges. Und das ist ganz wichtig, dass man Langfristziele setzt. Und es geht nicht, wenn man die Figur verändern will. Ich mache jetzt mal ein Zahlenbeispiel. Ich habe 30 Kilo Übergewicht und möchte die jetzt loswerden. Und das wird dieses Jahr nicht gelingen. Punkt. Ich werde dieses Jahr nachhaltig nicht 30 Kilo abnehmen. Ich kenne keine einzige Person, die das jemals geschafft hat, nachhaltig und dauerhaft. Und bitte, es ist auch nicht notwendig. Es ist definitiv nicht notwendig, sowas zu tun. Es ist viel gesünder, dass man dem Körper Zeit gibt, damit sich auch das Gewebe wieder zusammenziehen kann, das Gewebe nicht einfach hängt, sondern das Gewebe sich langsam zurückbildet. Das ist ganz wichtig. Und von daher möchte ich einfach, dass man sich Zeit gibt. Und ein schönes Ziel ist es, dass man vielleicht, bist du jetzt gerade Mitte 30, Mitte 20, Mitte 40, Mitte 50, ist egal, irgendwo in der Mitte. Du hast in den nächsten Jahren deinen nächsten runden Geburtstag und das möchte ich, dass du den als Ziel nimmst, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt mit 40, möchte ich so aussehen, wie ich mir das vorstelle oder möchte mich so fühlen, wie ich mir das vorstelle. Mit 50 möchte ich so aussehen, wie ich mir das vorstelle und so weiter. Also ich möchte einfach, dass man versteht, dass man sich Zeit geben muss.
Und in dem Moment, wo ich anfange, mir Zeit zu geben, nehme ich den Fuß vom Gas, ich nehme den Fuß von der Hormontube und in dem Moment läuft der Stoffwechsel ganz anders. Das ist schon der erste Schritt. Das ist der allererste Schritt, dass ich die Stresshormone versuche zu eliminieren. Ich habe den ganzen Tag alles Mögliche an Stress, Familie, Freund, Freundin, Frau, weiß der Kuckuck was, Arbeit, Schule, Studium, völlig wurscht. Ich habe den ganzen Tag irgendwelche Stressfaktoren. Da muss ich nicht konstant daran denken, ich muss ordentlich essen, ich muss ordentlich trainieren, ich muss ordentlich trinken. Nein, entstresse das bitte. Und ich sage auch nicht, dass du sofort alles umsetzen sollst. Das geht auch in die Hose. Deswegen ist es auch gut, dass wir diese Seminarreihe hier Stück für Stück aufbauen, dass du nicht einfach losläufst und jetzt sagst, ich hole mir jetzt die 47 und ab morgen esse ich alles richtig und ab morgen trinke ich alles richtig, sondern dass man wirklich für sich entscheidet, Stück für Stück, immer ein Stück und einen Schritt weiter und sich dann auch darauf freut, was denn jetzt als nächstes passiert. Das finde ich ganz wichtig, dass man das auch realisiert, was jetzt als nächstes passiert. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man immer wieder reflektiert. Und das ist so schade, das mache ich ja mit den Teilnehmern hier vor Ort sehr oft. Ich sehe ja, wie die sich verändern. Manche begleiten mich jetzt schon 10, 12, 15 Jahre und ein paar sind jetzt erst neu dabei, seit 1, 2 Jahren. Und ich sehe, wie die sich verändern. Und ganz oft halte ich die mal kurz fest und sage mal, stell dir mal bitte vor, ob du das vor einem Jahr schon gekonnt hättest oder wie du angefangen hast, wie war das da? Und dann realisieren die, siehst du richtig so im Gesicht, wie die auf einmal realisieren, oh ja, stimmt, ich habe ganz schön was geleistet, weil viele denken immer, ich muss mich verändern, damit ich sehe, dass ich etwas leiste. Nein, nein, also Kraft kann man nicht sehen. Die ist da und die wirkt. Und Kraft hat nicht auch immer unbedingt was mit dicken Muskeln zu tun, sondern gerade auch Stabilität und Kraft ist etwas, das muss man nicht unbedingt sehen, aber sie ist dann halt da. Und auf einmal schaffe ich 100 Sit-Ups, ich schaffe auf einmal 10 Liegestütze, ich schaffe auf einmal 100 Kniebeugen. Und die hätte ich vorher überhaupt nicht geschafft. Ich kann auf einmal ohne Knieprobleme die Treppe hochgehen. Und. Also solche Sachen, das sind so die netten Nebenerscheinungen. Ich möchte jetzt zwei ganz wichtige Punkte möchte ich ganz kurz raushauen. Und die sind sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Der erste Punkt ist, zwei Dinge. Das erste ist, falls du irgendwie Probleme hast mit der Motivation, mit der Energie, mit Müdigkeit, mit diesem, mit Antriebslosigkeit, mit Depressionen, mit Stimmungsschwankungen, mit solchen Geschichten, brauchst du an Abnehmen nicht zu denken. Mein Vorschlag wäre dann, und das ist wirklich das Naheliegendste, dass man sich mal seinen Vitamin-D-Spiegel messen lässt. Unbedingt mal den Vitamin-D-Spiegel messen lassen. Wenn der Vitamin-D-Spiegel im Keller ist und dann das Schlimme ist, ich muss es hier schon an der Stelle mal erklären, ich werde das dann später dann nochmal erklären, das Vitamin-D ist kein Vitamin, es ist ein Hormon, es ist ein sogenanntes Prohormon. Und das ist es leider falsch eingedeutscht, deswegen hat das so eine nebensächliche Bedeutung, das ist sehr, sehr schade, weil dieses Hormon hat extreme Auswirkungen auf deine Leistungsbereitschaft, auf deine Leistungsfähigkeit, auf deine Motivation. Es hat unheimlich viel Auswirkungen auch auf den Stoffwechsel. Also auch muss ja vorstellen, wenn dich dieses Hormon in eine Depression bringt, und eine Depression ist absolut zerstörerisch, also eine Depression bringt den Körper in einen sogenannten katabolen Zustand, in einen zerstörerischen Zustand. Eine Depression führt dazu, dass permanent Cortisol ausgeschüttet wird. Cortisol ist das negative Stresshormon. Wir brauchen das überhaupt keine Frage, weil es dient auch als Schutzhormon. Aber leider, wenn es zu viel vorkommt und nicht abgebaut wird und dauerhaft vorkommt, dann kannst du vergessen, dass du irgendwie abnimmst. Und das merke ich halt immer mehr, gerade was, und ich sage es jetzt mal tatsächlich so, wie ich es empfinde, deswegen bitte nehmt mir das nicht übel, falls es anders ist. Ich mache jetzt mal wirklich das klassische übergewichtiger Mann, übergewichtige Frau.
Bewegung eher eingeschränkt, weil man sich einfach nicht wohlfühlt bei der Bewegung. Außenaktivität eher eingeschränkt, weil man sich nicht wohlfühlt. Das heißt, man bekommt wenig Sonnenlicht, weil das ist das Einzige, was Vitamin D in deinem Körper produziert, die Sonne. Oder man nimmt es künstlich zu sich. Das heißt, gerade übergewichtige Menschen sind weniger aktiv draußen an der Luft, ziehen sich auch nicht so gerne draußen an, und Vitamin D produziert der Körper nur, wenn du ärmellos und in kurzer Hose draußen in der Mittagssonne eine halbe Stunde dich befindest. Ja, erstens kannst du jetzt mal überlegen, Mitte Februar, wie oft du im letzten Vierteljahr die Sonne gesehen hast, in der Mittagssonne draußen gesessen hast, also eher weniger. Dann brauchst du dich nicht wundern, dass du keine Energie hast und dass du auch keine Motivation hast, irgendwas zu verändern. Also es fehlt dir eines der wichtigsten, wenn nicht sogar das wichtigste Gute-Laune-Hormon überhaupt, nämlich das Vitamin D. Und aus dem Grund, jeder, der anfangen möchte abzunehmen, dem würde ich raten, das kostet 17 Euro, 24 Euro, was auch immer. Auf jeden Fall Peanuts im Vergleich zu dem, was es macht. Es kann auch sein, dass die Krankenkasse das bezahlt. Einfach mal den Arzt fragen. Vitamin D-Spiegel messen lassen und dann wirklich einfach, wirklich wichtig, 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 und gucken, ob der Vitamin D-Spiegel hoch genug ist. Mit hoch genug, also es gibt zwei verschiedene Tabellen. Die gängigste ist bis 100. Muss man sich jetzt nicht merken. Merkt euch aber deswegen, ich möchte es jetzt gar nicht so verkomplizieren. Ich will nur eins sagen, wenn der Wert unter 30 ist, dann brauchst du dich nicht wundern, warum, wenn du antriebslos, müde, Stimmungsschwankungen, depressiv bist, brauchst du dich wirklich nicht wundern, wenn die Motivation im Keller ist. Also der Wert unter 30 ist die Hölle, unter 10 ist Katastrophe, da ist Gefahr in Verzug, dann funktionieren sehr viele Stoffwechselvorgänge im Körper nicht richtig. Wenn du dazu Fragen hast, dann immer mich auch anmailen, das ist kein Problem. Gerade wenn du den aktuellen Wert dann hast, also wenn du ihn gemessen hast und du möchtest wissen, was du dann machen sollst, schreib mir eine Mail, beziehungsweise ich werde dann hier in dem Seminar, wenn es um Mikronährstoffe geht, werde ich das nochmal genauer sagen. Das ist mir ganz wichtig, dass man versteht, die Motivation. Ich kann mich noch so viel motivieren, wie ich will. Ich kann so noch so viel Instagram-Videos gucken, wie ich will, oder Fitness-Videos gucken, wie ich will, wenn dieses Hormon mir fehlt. Tut mir leid, aber dann hast du einfach, dann, was willst du dann machen? Also dann brauchst du schon einen riesen Arschtritt von dir selber, aber das macht dir trotzdem nicht das Hormon bei. Ja, also das wird trotzdem weiter im Keller sein, und du wirst immer gegen diese Antriebslosigkeit kämpfen. Also es ist ein Kampf, den wirst du verlieren. Deswegen bitte, erste Handlung, wenn du abnehmen möchtest, lass deinen Vitamin D-Spiegel bestimmen, dann wirst du sehen, ob du Energie hast oder nicht. Und wenn der Wert unter 30 ist, ich würde sogar sagen, wenn der unter 70 ist, auf jeden Fall feuerfrei und den wirklich gut decken. Einnahmeempfehlung entweder in meinem Anti-Aging-Buch oder auch in meinem Rückenbuch, Faszienbuch, also in meinen Büchern ist die Vitamin D-Einnahmeempfehlung immer gegeben, oder mir einfach eine Mail schreiben. Oder bei PureLife gucken, da auch. So, das Zweite, und das ist jetzt auch ein ganz wichtiger Faktor, und bitte jetzt genau zuhören, weil das macht mehr, als man denkt. Das Zweite ist jetzt Folgendes. Leider bin ich jetzt auch erst seit 30 Jahren mache ich den Käse und habe darüber jetzt schon 5 Bücher geschrieben. In jedem Buch kam dieses Thema mit vor, und ich habe es unterschätzt. Das muss man auch ganz klar sagen. Ich habe es unterschätzt. Ich habe es schon immer genommen, aber nicht in der Menge, wie man es nehmen müsste und wie man es nehmen sollte. Und das ist das Thema Kollagen. Und jetzt ganz wichtig, einfach nur mal zum Verständnis, gehört zu den Eiweißen, zu den Proteinen. Das Interessante ist halt, dass dein Körper daraus besteht, und zwar aus 30%. 30% deines Körpers besteht aus Kollagen, aus diesem Stoff. Nicht nur deine Haut, nicht nur dein Bindegewebe, sondern auch deine Organe und vieles weitere mehr besteht aus diesem Stoff. Leider kommt dieser Stoff, du würdest ihn unter dem Handel, also Kollagen ist die Eiweißform, man findet es oft unter Gelatine. Das ist so eigentlich da, wo man es auch drunter findet. Aber man findet mittlerweile auch Kollagenprodukte. Was hat das jetzt mit deinem Körper und was hat das mit Abnehmen zu tun? Naja, wenn du dir vorstellst, dass viele Dinge in deinem Körper nicht mehr so funktionieren, wie sie sollten, und eigentlich fast alles aus Kollagen besteht, und du möchtest es reparieren, sei es der Darm, sei es
sei es deine Organe, sei es das Bindegewebe. Also vielleicht möchtest du einfach straffes Bindegewebe haben. Möchtest du, dass Falten weggehen? Möchtest du, dass der Winkelarm straff wird? Da muss man einfach verstehen, dass man diesen Baustein braucht. Und zwar nicht wenig, sondern viel. Weil wenn wir aus 30% Kollagen bestehen, aus 70% Wasser, dann weißt du, dass das der Hauptbaustein deines Körpers ist. Und dann nutzt es auch nichts, wenn du so 3 Tabletten am Tag Kollagen nimmst mit 1 Gramm oder so. Wenn 30, bei mir sind es 30 Kilo, ich bestehe aus 30 Kilo Kollagen, dann was nutzt mir da 1 Gramm Kollagen? Was will das reparieren in meinem Körper? Ja, das habe ich leider viel zu spät, was heißt, ja, besser spät als nie, habe ich leider viel zu spät erkannt. Und deswegen ist es so wichtig, dass man weiß, wenn ich jetzt meinen Körper straffen will, wenn ich abnehmen will, wenn ich meine Organe und alles und mein Gewebe reparieren will, brauche ich diesen Stoff und zwar nicht wenig, sondern viel. Und das wäre das Erste, was ich dir empfehlen würde. Deswegen, wenn du jetzt mit mir diese neue Reise beginnst in das Thema Abnehmen, Figur verändern, also eine Skulptur erschaffen. Diese Skulptur kannst du leider nur mit diesem Baustein erschaffen. Wirklich nur mit diesem Baustein. Also die Hülle kannst du mit diesem Baustein erschaffen. Was man da auch verstehen muss, ist, dass Muskeln aus anderen Eiweißbausteinen gebaut werden. Und das ist so, das ist das, warum ich immer im Hinterkopf habe, naja, ich trinke nach dem Training immer einen Eiweißshake, dann ist doch gut, dann habe ich doch alles. Nee, leider ist die Fitnessbranche so, dass dieses Kollagen ist der Fitnessbranche zu minderwertig. Deswegen wird es überall rausgelassen. Und aus dem Grund findest du in normalen Fitnessshakes, in normalen Eiweißshakes kein Kollagen, weil es eine minderwertige Eiweißquelle ist. Leider. Und somit hat eigentlich jeder Mensch, also deswegen altern wir auch, deswegen erschlafft Gewebe, weil du dieses Kollagen nicht zu dir nimmst. Wenn man das mal verstanden hat, wenn Haut anfängt auszuleiern, wenn Haut anfängt zu hängen, es geht auch ums Kinn, es geht auch um die Augenlider, wirklich, also wenn Haut anfängt, seine Spannkraft zu verlieren, dann ist das ein Kollagenmangel. Und dann nutzt auch nichts Hungern. Das macht es nur noch viel schlimmer. Also wenn du dann anfängst zu hungern oder wenn du dann auch noch, dann denkst du, ach komm, ich gehe mal in die Apotheke, kauf mir mal so einen teuren Eiweißshake. Da gibt es so eine tolle Firma, die macht das im Moment sehr, sehr toll. Das Zeug kannst du aber, brauchst du nicht trinken. Naja, aber gut. Und überall fehlt das Kollagen. Dann ist leider ein bisschen doof, weil du den Effekt, den du eigentlich haben möchtest, der wird nicht erreicht. Deswegen für jemanden, der jetzt mit mir anfangen möchte, sein Leben zu verändern und seine Figur zu verändern und auf mehr Gesundheit zu bauen, der sollte sich jetzt 2 Dinge besorgen. Das eine ist das Kollagenpulver und das andere ist ein gutes Vitamin-D-Präparat. Und das gibt es auch als Tropfen, das heißt, man muss keine Kapseln schlucken, sondern es gibt Vitamin-D-Tropfen, die sind mit 1000 Einheiten dosiert. Und dann kann man bedenkenlos 4000 Einheiten am Tag nehmen. Aber dazu muss ich sagen, erwarte bitte nicht, wenn dein Spiegel bei 10, 20, 30 ist, dass du die 4000 Einheiten merkst. Das brauchst du nicht denken. Also wenn du da eine Einnahmeempfehlung haben möchtest, erstens lass deinen Wert messen, hör mal, was der Arzt dazu sagt. Und zweitens, wenn du den Wert hast, kannst du dich gerne melden und dann kriegst du eine Empfehlung von uns. Weil wenn etwas im Keller ist, dann kommst du nicht aus dem Keller raus, wenn du immer nur 1, 2, 3.000 Einheiten nimmst, sondern dann braucht man wirklich einen Plan, einen sogenannten Einnahmeplan. Den würde ich dir dann schicken, damit man da mal aus dem Keller kommt. Und dann wirst du auch feststellen, nach 4 Wochen bist du schon von der Laune her ein ganz anderer Mensch. Ja, gilt auch übrigens für Kinder und Jugendliche. Also falls du bei Kindern und Jugendlichen feststellst, dass die irgendwie Stimmungsschwankungen haben oder leicht depressive Züge haben und die sind viel drin, spielen viel iPad oder whatever, irgendwelche Computerspiele, sehen wenig die Sonne, sind wenig aktiv, dann kannst du davon ausgehen, dass dann Vitamin-D-Mangel herrscht. Und dann kriegt man die Kinder auch wieder flott, wenn man denen Vitamin D gibt. Aber da bitte, muss man auch ein bisschen aufpassen, auch da bitte gerne mir sagen, mich auch gerne anschreiben. Ist überhaupt kein Problem. Ja, so, ich möchte noch mal ganz kurz zusammenfassen. Und zwar, mein Ziel ist es jetzt hier in dieser
für dieses Programm, dass wir definitiv an der Motivation arbeiten, dass man versteht, dass der Stoffwechsel sehr lange braucht, um wieder zu funktionieren. Das ist die erste Lektion, die du heute mitnehmen solltest, dass du ab heute, also wenn du sagst, ich möchte heute starten oder ab dem Tag, wo du startest, dir Minimum 6 Monate Zeit gibst, um dieses Ernährungskonzept einmal durchzuziehen. 6 Monate. Darunter, wenn du das vorher abbrichst, kannst du davon ausgehen, dass es wieder ein Jojo gibt. Das heißt, wir reden hier über wirklich Vertrauen. Es ist schwer, nach dieser einen Stunde jetzt hier das Vertrauen zu haben. Deswegen kann ich dir nur empfehlen, schau dir auch unsere anderen Seminare an dazu. Aber wenn du warten möchtest, ich werde jetzt in nächster Zeit diese Seminarreihe hier zu Ende drehen. Und wenn das für dich schlüssig ist, dann fang danach mit an. Weil jetzt, du hast nichts zu verlieren. Du hast jetzt auch von der Zeit her nichts zu verlieren. Ob du heute anfängst oder in 2 Wochen, ist eigentlich egal. Von daher, gib dir bitte Zeit, weil ohne Geduld geht das Ganze in die Hose. Wirklich. Die Motivation bleibt lange oben, wenn du zum einen die positiven Hormone in dir hast, wenn du den Druck weggenommen hast und wenn du dir ein klares Ziel gesetzt hast. Dann bleibt die Motivation lange oben. Und Motivation oder Ziel setzen heißt nicht, jetzt möchte Ende des Jahres, das ist natürlich auch schön, wenn man sich so Zwischenziele setzt, möchte Ende des Jahres, möchte ich gern so und so aussehen, dann ist das toll. Aber dann arbeite auch daran. Ich habe mir vorgenommen, mein nächstes Ziel, ich werde irgendwann 50 und mein nächstes Ziel ist, dass ich mit 50 Minimum genauso aussehe wie jetzt, wenn ich also noch straffer, noch glatter und noch besser. Das ist eigentlich so mein Ziel. Also das dauert zwar noch einen Moment, aber trotzdem mit 50 würde ich gerne aussehen wie mit 30. Das war so mein Ziel. Bin gespannt. Wer bei uns bleibt, wird es erleben. Und ich bin eigentlich ganz guter Dinge, dass das funktioniert. Was ich auch noch mal ganz kurz noch mal wiederholen möchte, weil es mir wirklich sehr, sehr wichtig ist damit. Solltest du also jetzt anfangen, richtig zu essen und auf deine Nährstoffzufuhr zu achten, dann bitte nicht erschrecken. Und ich würde definitiv 2 Dinge machen. Das erste ist, die Waage wegschmeißen. Das erste, was ich machen würde, die Waage wegschmeißen, das ist das Erste. Das Zweite, was ich machen würde, ich würde mich vermessen. Ich würde mal ganz objektiv mich vermessen. Du kannst auf PureLife in deinem Profil, gibt es eine Messtabelle, da kannst du dich vermessen, kannst die Werte eintragen, wir monitoren das für dich. Das heißt, du misst um den Bauchnabel rum, du misst mal deine Arme, du misst mal die Beine, du misst einfach mal alles durch und dann kannst du das alle 4 Wochen machen. Weil das Maßband ist ein viel besserer Indikator als die Waage. Warum? Das Maßband, also die Waage, ist eine Absolutgröße. Das heißt, wenn ich dir jetzt sage 100 Kilo, wenn du einen 100 Kilo Mann vor dir hast, dann haben viele eigentlich einen dicken Mann vor sich. Ja, ich wiege ein bisschen mehr als 100 Kilo und ich glaube, bin nicht ganz so dick. Und das glaubt man aber nicht. Deswegen, wenn ich jetzt permanent nur im Kopf hätte, oh Gott, 100 Kilo, oh Gott, 100 Kilo, dann weißt du, also das ist einfach nur negativer Stress, der da erzeugt wird. Und genau, jetzt nochmal ein anderes Beispiel. Eine kleine Rechenaufgabe. Du nimmst 1 Kilo Fett ab und baust 1 Kilo Muskeln auf. Was entsteht? Völlige Demotivation. Weil dein Gewicht sich nicht verändert hat. Auf der Waage zeigt das immer noch dasselbe. Wie siehst du aus? Wenn 1 Kilo Fett runter ist und 1 Kilo Muskeln drauf, das ist eine Gewichtsveränderung von 2 massiven Kilo, du wirst es sehen. Du wirst es messen können, aber auf der Waage nicht. Das heißt, du demotivierst dich eigentlich konstant, selbst wenn du dich wiegst. Und Wiegen ist keine Kontrolle. Wiegen ist ein Druck, ist ein Druckmittel für dich. Und bitte, wir wollen den Druck wegnehmen. Und das ist so katastrophal, wenn du hingehst und dich permanent wiegst. Das Einzige, was du machst dir Stress und machst dir Druck. Und das solltest du nicht. Das Hungern und Sattessen, meine Hausaufgabe für dich heute wäre, dass du mal anfängst, dich satt zu essen. Und zwar an richtigen Sachen. Und an den Sachen, die dir schmecken. Entschuldigung. Weil das verlernen wir auch, weil wir im Kopf haben, oh Gott, ich darf jetzt nicht so viel essen, dann werde ich dick oder ich mache dies und das. Deswegen, das Wichtige ist eigentlich, dass man wieder lernt, sich satt zu essen.
Wenn man sich satt isst, dann wird man auch nicht mehr, also erstens hungert man da nicht mehr und zweitens kommt man nicht in die sogenannten Stoffwechselfallen. Ja, wie du siehst, ich habe jetzt fast eine Stunde am Stück geredet, ohne was zu trinken. Das ist natürlich fatal, ist aber für mich hier ein bisschen schwierig, dir mal was vorzutrinken. Möchte aber an der Stelle trotzdem mal ganz kurz so ein paar Grundregeln aufschreiben, die für die, die jetzt schon mal anfangen wollen, ab morgen etwas zu ändern, möchte ich jetzt mal schon so ein kleine. Das ist jetzt einfach für die, ich sage jetzt mal Ungeduldigen, weil ich einfach nicht möchte, dass jetzt jemand irgendwie sich verrückt macht und irgendwie wild anfängt. Ich möchte dir mal einen kleinen Überblick geben, was sinnvoll ist, worauf du mal achten könntest. Ich mache mal für eine Frau weiblich zwischen 1700 und 2000 Kalorien pro Tag, je nachdem wie aktiv sie ist. Eine Frau sollte Minimum 150 Gramm Eiweiß zu sich nehmen. Das wäre toll. Wenn du wirklich an deinem Gewebe und an deinen Organen und deiner organischen Gesundheit arbeiten möchtest, dann würde ich das so aufteilen, dass man sagt, wir nehmen 100 Gramm Aminosäure, 100 Gramm Eiweißbausteine und 50 Gramm Kollagen am Tag. Das würde ich machen. Bei einem Mann verhält sich das fast ähnlich. Bei einem Mann männlich würde ich sagen 2000 bis 2500 Kalorien am Tag. Und da würde ich hingehen und sagen 200 Gramm Eiweiß und die 150 Gramm normales Eiweiß und 50 Gramm Kollagen. Das wäre das, was ich machen würde. Wobei man da jetzt auch noch ein bisschen spielen kann. Also ganz wichtig ist, dass man weiß, warum Eiweiß die Niere nicht schädigt, wirst du später noch erfahren. Also brauchst bitte, glaub diese Ammenmärchen nicht, Eiweiß schädigt nicht die Niere, auf gar keinen Fall. Von daher bitte, das erkläre ich dir noch. Von daher kannst du bedenkenlos Eiweiß essen. Eiweiß macht keine Nebenwirkungen. Ganz Punkt. Ende der Geschichte. Also bitte gerne Eiweiß essen, gerne auch viel Eiweiß essen. 150 Gramm für die Frau Eiweiß, 200 Gramm für den Mann, das wären so meine Mindestmengen. Und gerne bei den Männern auch noch ein bisschen mehr. 50 Gramm Kollagen würde ich Mann und Frau empfehlen, den Männern natürlich auch gerne mehr. Oder natürlich, wenn du viel Volumen hast, auch noch ein bisschen mehr Kollagen, damit wirklich da auch was ankommt. Und auch hier brauchst du keine Angst haben, es macht nicht dick. Eiweiß kann nicht dick machen, Punkt. Das ist einfach so. Also brauchst, wenn du jetzt 200 Gramm Eiweiß isst, sind das 800 Kalorien. 800 Kalorien, die dich aber null dick machen, weil Eiweiß geht nicht in die Fettzelle. Ende der Geschichte. Also da brauchen wir auch nicht weiter drum rumreden, das ist so. Es hat weder Nebenwirkungen noch macht es dick. Bitte nicht glauben. Dann würde ich, also das wäre das Eiweiß, dann die Kohlenhydrate, dann würde ich den Frauen Minimum 200 Gramm Kohlenhydrate empfehlen. Das sind 800 Kalorien. Das braucht allein das Gehirn, da hast du noch keinen Sport gemacht. Also bis zu 250 Gramm Kohlenhydrate hoch. Warum solche Sachen funktionieren wie Low Carb, No Carb oder warum wir sie nicht empfehlen, werde ich dir auch noch erzählen. Bei den Männern würde ich auch zwischen 200 und 300 Gramm Kohlenhydrate, würde ich auch zwischen 200 und 300 Gramm Kohlenhydrate hochgehen, weil da ist dann wenigstens auch ein bisschen Energie da für den Muskelstoffwechsel. So, und dann den Rest bis zu den Kalorien kannst du mit guten Fettsäuren auffüllen. Du kannst mit den Kalorien noch ein bisschen spielen. Das Ganze auf dreimal am Tag aufgeteilt, auf drei große Mahlzeiten. Ich rede jetzt hier nur von dem normalen Mensch, der keine Stoffwechseleinschränkung hat. Also weder unter Diabetes 1 oder 2 leidet, noch unter einer anderen Stoffwechselerkrankung. Also ich rede jetzt hier von einem gesunden Menschen, wo nur der Stoffwechsel nicht mehr, also nicht rund läuft. Also ein gesunder Mensch mit gesunden Funktionen, nur wo der Organismus im Moment nicht richtig funktioniert, weil er das durch viel Falschernährung einfach zerschossen hat, dem würde ich empfehlen, sich so zu ernähren. Aber da kommen wir dann noch zu. Das mache ich bei der nächsten Stunde noch ein bisschen intensiver und auch noch ein bisschen genauer. Nur für die Ungeduldigen wollte ich das jetzt einfach mal ganz kurz schon mal hinschreiben. Drei Mahlzeiten am Tag. Eine ganz wichtige Größe, auch hier möchte ich auch nochmal auf die Flüssigkeiten hinweisen, 50 Milliliter pro Tag pro Kilogramm.
Entschuldigung. Ja, das wäre so, aber auch hier, bitte, falls du noch nie so viel getrunken hast, bitte fang damit langsam an. Ich werde einen Trinkplan noch veröffentlichen, dass du weißt, wie man das macht. Also nicht von heute auf jetzt, nicht sofort 4 Liter in sich reinschütten, bitte nicht. Und vor allen Dingen nicht einfach 4 Liter Leitungswasser, sondern bitte, da muss man schon noch ein bisschen mehr dazu wissen, sondern fang einfach mal an, etwas Gutes zu trinken, trink mal ein Glas oder 2 Gläser mehr am Tag und steigere dich so sukzessive. Du wirst sehen, es wird dir gut tun. Noch eine Information zu deinem Kopf, zu deinem Gehirn. Dein Gehirn kennt das Gefühl Durst nicht. Leider interpretiert das Gehirn das Gefühl Durst immer mit Hunger. Deswegen haben so viele Leute immer so viel Hunger, aber eigentlich haben sie Durst. Und wenn man das mal so beobachtet in sich selbst, dass man sagt, oh, ich habe Hunger, aber ich habe ja vor 2 Stunden erst gegessen, das kann kein Hunger sein, das ist eher wirklich Durst. Also deswegen lieber immer erstmal kurz ein großes Glas Wasser trinken und einen Moment warten und gucken, habe ich wirklich Hunger oder war das jetzt wirklich nur Durst? So, das wäre jetzt mal so meine Trinkempfehlung noch dabei. Ich möchte aber jetzt nochmal, ganz kurz zusammenfassen. Abnehmen geht nicht schnell. Es geht einfach nicht schnell. Wir haben auf Pure Life verschiedene Artikel über ketogene Ernährung, über Low Carb, No Carb. Wir haben verschiedene Artikel über Low Fat, No Fat. Es gibt Diäten und gibt die Ernährungsformen, die sind kurzfristig in Ordnung. Die sind bei Krankheiten, bei Stoffwechselstörungen, die sind bei verschiedenen Krebsarten möglich und auch nötig. Aber wenn es dir jetzt nur um deine Gesundheit geht und ums Abnehmen, dann gibt es kein Low Carb, No Carb, es gibt kein Low Fat, No Fat, es gibt kein Ketogen, sondern es gibt nur eine ganzheitliche Ernährung. Wir wollen, dass diese Maschine wieder unter Volldampf läuft. Und Volldampf heißt auch richtig essen und auch richtig trinken. Und wenn man das einmal verstanden hat, der Organismus kann nur richtig brennen, wenn du wirklich richtig isst. Und das ist so das Irre, das können wir uns halt nicht vorstellen, dass wenn wir viel essen, dass der Körper auch gut verbrennt. Wenn du jetzt die ganze Zeit wenig gegessen hast und bist immer dicker geworden, dann wird es halt blöd. Dann ist es vielleicht so ein Zeichen dafür, dass ich vielleicht auch recht habe. Ja, so. Entschuldigung. Das nächste Mal werde ich mir ein Glas Wasser hinstellen und mit gutem Vorbild voranschreiten. Ja, also 1 Stunde ohne Wasser ist schon echt nicht so. Entschuldigung. So. Ja, jetzt sind wir schon fast beim Ende. Ich hoffe, ich habe so ein bisschen Lust gemacht auf mehr. Mehr kommt wirklich in Kürze. Ich werde das jetzt sehr zügig abdrehen, damit wirklich mal ein Ende ist mit dem Rätselraten, wie ich abnehme, wie ich gesund werde. Ich mache wirklich jetzt mal einen Rundumschlag zum Thema Ernährung, zum Thema Gesundheit, zum Thema Abnehmen, dass man wirklich einfach mal versteht, wie der Organismus funktioniert. Und danach hast du eigentlich keine Fragen mehr. Dann weißt du einfach, wo es lang geht, dann weißt du, was du machen musst, damit du einfach damit mal der Druck aus dir raus verschwindet, damit wirklich das Ganze mal entspannt von der Geschichte her, vom Ganzen her abläuft. Und das kann so einfach sein, wenn man halt weiß, wie. Und das ist das, was ich machen möchte. Ich möchte komplizierte Dinge einfach erklären, damit du sie verstehst und damit sie auch wirklich Spaß machen. Weil das soll in erster Linie eigentlich im Vordergrund stehen, dass alles Spaß macht. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und es geht in sehr, sehr baldiger Kürze geht es weiter mit dem nächsten Teil. Vielen Dank.